Der Ehler-Klassiker, die Elektrolokomotive der Baureihe 116 mit dem markanten Buchli-Antrieb, ist eine Neukonstruktion und kommt in der Spurweite N in den Fachhandel. Im Zuge einer weitreichenden Elektrifizierung bestellte die Gruppenverwaltung Bayern der Deutschen Reichsbahngesellschaft in den 1920er Jahren neue E-Loks für den schweren Schnellzugdienst und bezeichnete diese als ES1. Zunächst waren Lokomotiven mit Stangenantrieb geplant, letztlich fiel aber die Entscheidung zugunsten eines Entwurfs von BBC für eine E-Lok mit dem kurz vorher für die SBB entwickelten markanten Buchli-Antrieb. Die erste Serie der bis zu 120 km/h schnellen Lokomotiven wurde 1926 in Dienst gestellt. Zwei weitere Serien folgten 1927 und 1932/33. Die Fahrzeuge mit dem einseitigen Antrieb bewährten sich trotz schwieriger Wartung im Betriebsdienst ausgezeichnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangten noch 19 Loks zur Deutschen Bundesbahn, die letzten E16, als Baureihe 116 bezeichnet, waren noch bis 1980 im aktiven Dienst anzutreffen. Das Modell der Epoche 4 Lokomotive der Baureihe 116 trägt die Loknummer 116008-4 der Deutschen Bundesbahn. Das Vorbild dieser Maschine war der BD München BB Freilassing mit Revisionsdatum 24. März 1972 zugeordnet. Das Modell kommt als analoges und digitales Modell mit Sound in den Fachhandel. Die Soundvariante ist mit dem neuen Pico Smart Decoder 4.1 für Next 18 ausgerüstet. Die Dachausrüstung ist detailgetreu nachgebildet. Besonders gefallen die filigranen elektrischen Zuleitungen, Stromabnehmer, Dachisolatoren in vorbildlicher Materialstärke und originaler Farbgebung sowie die feine Ausführung der Dachlaufstege. Die Bedruckung und Lackierung ist makellos und trennscharf ausgeführt. Die Nachbildung der Lampen sowie Frontumläufe sind entsprechend nach dem Vorbild am Modell umgesetzt. Extra angesetzte Teile wie Pfeifen, Schienenräumer, Indusi, Sandkästen, Hülsenpuffer sowie die scharf gravierten Abdeckungen des Buchli-Antriebes sowie die feinen Speichenräder runden den perfekten Gesamteindruck dieses N-Modells ab. Das Modell ist mit einer Next 18 Schnittstelle ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden Pico Smart Decoder 4.1 Next 18 abrufbar. Das Modell der Baureihe 116 besitzt eine LED-Beleuchtung mit guter Leuchtkraft. Das Schlusslicht ist digital schaltbar. Das Fahrgestell der Baureihe 116 hat einen Zinkdruckgussrahmen. Das verleiht dem Modell gute Fahreigenschaften bei hoher Zugkraft und vorbildgerechtes Ausrollen. Angetrieben wird die Lok von einem starken Spezialmotor. Das fein detaillierte Modell der Baureihe 116 unterstreicht den hohen Pico-Standard bei Neukonstruktionen und verspricht durch seine filigrane und betriebstaugliche Ausführung langen Spielspaß. Durch die stimmige Nachbildung des auffälligen Buchli-Antriebs
wird die Lok zu einem besonderen Schmuckstück jeder Modellbahnsammlung und Blickfang beim Anlagenbetrieb.